Shalom und ein schönes Chanukka-Fest. Mein Name ist Maya Herr. Ich arbeite an der Edelstein-Sammlung für die Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der Technologie an der Nationalbibliothek in Jerusalem. Ich habe ein kleines Buch zum Chanukka-Fest mitgebracht. Es wurde 1914 vom Verband der deutschen Juden in Berlin herausgebracht und es heißt Zum Chanukka-Fest 1914, ein Gruß an die jüdischen Soldaten im deutschen Heer. Es wendet sich an die jüdischen Soldaten, die 1914 in den Krieg eingezogen wurden und an der Front kämpfen. Es enthält 8 kleine Texte, einen Psalm, ein Gedicht, einen Ausschnitt aus dem Schauspiel Die Makkabäer und Erklärungen zum Chanukka-Fest. Es wendet sich an die jüdischen Soldaten im Felde. Wie Sie vielleicht wissen, haben knapp 100.000 jüdische Soldaten am Ersten Weltkrieg teilgenommen. 77.000 davon direkt an der Front. Dieses kleine Büchlein ist diesen Soldaten gewidmet. Es soll sie stärken, sowohl in ihrem Kampf auf dem Feld, als auch in ihrem Zusammenleben mit den christlichen Kameraden. In diesem Zusammenhang hat besonders ein kleiner Text meine Aufmerksamkeit erregt. Der Text stammt von dem Rabbiner Dr. Georg Wilde aus Magdeburg, der 1914 freiwillig als Feldrabbiner in den Krieg zog. Es heißt, ein Zwiegespräch zwischen dem Chanukka-Licht und dem Weihnachtslicht. Und also sprach das Weihnachtslied. So können wir beide leuchten, ohne einander zu stören, ohne einander zu hassen oder zu beneiden. Ihr leuchtet den Juden, wir den anderen. Wir sehen in euch die Lichter für das alte, heilige Volk, das den Glauben behalten soll, wie Mose und die gelehrten Propheten es gelehrt. Doch ihr achtet in uns das Licht für die Völker, die von den Heiden abstammen. So wollen wir beide leuchten. Glaube und Treue, Kraft und Liebe wollen wir in die Herzen unserer Bekenner hineinstrahlen, dass sie wetteifern in Achtung der Menschenrechte und in Menschenliebe. Chag Sameach. בימים ההם בזמן